krieg das mit der Milch nicht hin. Das sieht immer so einfach aus, wenn die Baristas das machen. Ich bin heute richtig, richtig aufgeregt, weil heute mache ich ein sehr besonderes Video und es gibt eine kleine Überraschung für dich am Ende dieses Videos und ich bin total aufgeregt, weil ich schon super lange solche Art von Videos nicht gedreht habe. Heute ist Black Friday und ich bin nicht nur aufgeregt, weil ich wieder dieses Video filme über die Beschäftigungs-CDs, sondern ich bin auch aufgeregt, weil wir heute eine kleine Verlosung machen am Ende dieses Videos. Ich möchte mich bei euch bedanken für all die Zuschauer, vor allem die schon lange dabei sind, die gerne Montessori-Videos anschauen und da gibt es etwas ganz Spezielles für euch am Ende dieses Videos, deswegen bleibt dran und schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie lange du schon meinen Kanal verfolgst, wie lange du meine Videos anschaust, das wäre sehr, sehr spannend zu wissen. Ich bin gerade im Zimmer meines Sohnes und ich weiß nicht, ob du schon lange dabei bist. Früher hatte ich ein ganzes Zimmer, wo die Kinder nur gespielt haben. Inzwischen haben wir die Kinder wieder getrennt. Die schlafen in einem jeweiligen Zimmer und die Spielsachen sind dann auch in jeweiligem Zimmer. Das ist ziemlich neu, aber ich möchte dir ein paar Kategorien nennen, weil inzwischen ist es sehr, sehr schwierig, solche Videos zu drehen. Die Kinder sind doch so, so unterschiedlich und ab dem Alter von 3 Jahren entwickeln sich die Kinder ganz unterschiedlich. Die Interessen sind ganz unterschiedlich und ich sage euch nochmal, da sind nur die Richtlinien, da sind nur die Ideen und du beobachtest dein Kind und schaust, was für Interessen dein Kind hat. Die Beschäftigungsideen, die ich euch heute zeige, sind an Montessori-Pädagogik angelehnt, wie immer. Und ich möchte nochmal über dieses Alter kurz sprechen. Die Besonderheiten von dem Alter, 3 Jahre, das ist gerade so eine Übergangszeit zwischen dem unbewussten absorbierenden Geist zu einem bewussten absorbierenden Geist. Und Maria Montessori hat die Entwicklungsperiode, Entwicklungsstufe von Kindern von 0 bis 6 in 2 Perioden aufgeteilt. Von 0 bis 3 ist dieser Unbewusste. Die Kinder saugen alles auf, aber ab dem Alter von 3 übergehen sie zu diesem bewussten absorbierenden Geist. Die weiterhin saugen alle Informationen, alles, was sie umgibt, auf. Nur verarbeiten sie das bewusster. Vielleicht hast du auch gemerkt, dass dein Kind bereits irgendwie Erinnerungen hat und kann dir sagen, ja, letztes Wochenende waren wir da und da und daran kann ich mich erinnern. Und das ist das besondere Merkmal in diesem Alter. Wenn du mit Montessori zu Hause starten möchtest, als erstes, was ich dir empfehlen kann, egal in welchem Alter, aber besonders in diesem Alter, ab 3, starte mit Übungen des täglichen Lebens an. Das ist etwas, was du zu Hause immer umsetzen kannst. Du brauchst keine besonderen Tabletts oder Beschäftigungen sich zu überlegen, sondern du hast alles da und lass dein Kind einfach dir folgen im Haushalt. Und was bedeuten die Übungen des täglichen Lebens? Im Montessori-Klassenzimmer wird es auf einem Tablett präsentiert. Kannst du auch machen, habe ich auch gemacht. In diesem Video kannst du es sehen. Aber ich habe so eine Erfahrung gesammelt, dass zu Hause braucht man das nicht, so speziell dem Kind zu präsentieren, sondern man kann es immer inkludieren, je nachdem, wie dein Tag abläuft und wie du, was du so tagsüber machst, kannst du immer dein Kind involvieren. Übungen des täglichen Lebens. Was machen wir so täglich? In diesem Alter können die Kinder natürlich sich auch selbstständig bereits im Bad fertig machen. Es ist auch ein Teil der Übungen des täglichen Lebens, betrifft Pflege der eigenen Person, sich anziehen, sich waschen, sich selbstständig Haare kämmen, Zähne putzen, all diese Sachen, das sind auch alles Übungen des täglichen Lebens. Wenn du Zeit mitbringst und deinem Kind erlaubst, das alles selbstständig zu machen, wird dein Kind nur davon profitieren. Anderer Teil von Übungen des täglichen Lebens ist Pflege der Umgebung. Und hier sind solche Sachen wie Spülmaschine aus- und beladen, Waschmaschine, ja, Wäsche zusammenlegen, Wäsche sortieren. Das sind alle Aufgaben, die die Kinder in diesem Alter wunderbar erledigen können. Du kannst also Wäsche sortieren nach Farben. Hier lernen die Kinder Farben, die helfen dir, die stören dich nicht. Und dabei erledigst du auch deine Hausaufgaben. Das ist eigentlich eine wunderbare Kombination. Natürlich musst du etwas Zeit mitbringen, wenn du Kinder dabei anweist und zeigst, was sie machen können. Hinter sich aufräumen, kehren, mit dem Waschlappen nass wischen, backen, kochen. Momentan in der Adventszeit kannst du wunderbar mit deinen Kindern backen. Sie lernen
abmessen, wiegen, da kommen die Zahlen ins Spiel, da kommen die sensorische Erfahrungen ins Spiel, wenn sie Teig kneten, da kommen ins Spiel logisches Denken, weil sie diese Sequenzschritte, die Reihenfolge sich überlegen sollen oder ja, befolgen sollen, was machen sie als erstes, was als zweites, was als drittes, und das ist alles, was sie lernen, und das ist wunderbare Beschäftigung und das könnte auch sogar ausreichen, je nachdem, ob dein Kind im Kindergarten ist oder nicht. Nachmittags eigentlich könnte man mit Übungen des täglichen Lebens den ganzen Nachmittag füllen. Ich habe euch gesagt, man könnte auch ein Regal aufsetzen und diese Übungen quasi speziell deinem Kind auf dem Tablett präsentieren. Also ich habe hier so ein Tablett. Hier lernt das Kind, einen Knopf drauf zu nähen. Das ist wunderbare Beschäftigung für ein kleines Kind. Natürlich ist die Nadel auch entsprechend groß, damit sie das gut greifen können. Hier üben sie Hand-Auge-Koordination. Das ist super für die Feinmotorik. Am Anfang habe ich natürlich nur gezeigt, wie man einen Knopf drauf näht. Wir üben jetzt auch, einen Knoten zu machen, so dass mein Kind tatsächlich unabhängig von mir einen Knoten machen kann und mit dem Knopf loslegen kann. Hier ist es auch eine Sequenz, ja? Als erstes musst du Nadel reinfädeln, aber das mache ich für ihn. Danach bindet man einen Knoten, dann setzt man einen Knopf oben drauf und dann muss man mit der Nadel durch das Loch durch. Es sind Sequenzen, es ist Reihenfolge, Abfolge und das ist etwas, was man dem Kind ab 3 anbieten kann. Ja, bestimmte Reihenfolge folgen, sich merken, was mache ich als erstes, was mache ich als nächstes, was mache ich zuletzt. Andere Aktivitäten für Übungen des täglichen Lebens, die ich im Regal habe, sind diese Rahmen. Knöpfe und Reißverschluss. Es sind natürlich keine Montessori-Qualitätsrahmen. Ich habe dir irgendwo auf Amazon besorgt. Brauchst du auch nicht. Du kannst eine Jacke finden, die große Knöpfe hat. Ja, schau mal die Knöpfe hier. Findest du bestimmt eine Jacke bei dir. Und du kannst diese Jacke als Übungsjacke deinem Kind geben. Wieso braucht dein Kind das so präsentiert? Also du zeigst es auch ganz langsam, wie du die Knöpfe aufmachst und zumachst. Und ich finde super, also das ist ein tolles Akronym von einer Montessori-Pädagogin im englischen Raum, SHOW. Du zeigst SHOW und Akronym ist Slow Hands Omit Words. Langsame Hände ohne Wörter. So nehmen die Kinder das am besten auf, wenn du das langsam zeigst, ohne viel erklären zu müssen, ohne Wörter. So sieht das Kind auch, was passiert, wenn das Kind eine Jacke anhat und bei sich da die Knöpfe machen muss, ist es natürlich sehr anstrengend und schwer, weil er von oben nach unten guckt, also es ist nicht einfach. Deswegen zum Üben ist es ganz gut, das separat anzubieten und ich habe das in diesem Rahmen, als dieses Rahmen. Und hier kann das Kind wunderbar üben und er kann so lange das machen, wie er möchte. Ein kleiner Fakt über mich. Als ich klein war, wahrscheinlich in diesem Alter, und immer wenn ich zu meiner Oma zu Besuch kam, saß ich bei ihr auf dem Schoß und habe immer bei ihr Knöpfe auf und zu gemacht, auf und zu gemacht. Also die hat gesagt, ich konnte das stundenlang machen. Und das ist eigentlich, was die Kinder brauchen, so eine Übung. Du kannst diese Jacke dem Kind geben und das Kind kann selbstständig üben. All diese Übungen, die ich euch zeige, sind super für die Feinmotorik und entsprechend Vorbereitung auf späteres Schreiben, auf die Schule. Auch diese Aktivität, das ist Prickelübung. Ja, wir haben hier verschiedene Bilder. Diese Bilder kannst du selber ausdrucken oder ich habe so ein Buch gekauft, weil das Papier ist doch etwas schöner und schöner drauf gedruckt. Und hier üben die Kinder 3-Punkt-Griff quasi mit dieser, mit diesem Prickelnadel. Ist natürlich auch etwas, was du deinem Kind anvertraust. Ab 3, 3,5 kannst du ihm erklären, das ist ganz gefährlich, das ist sehr scharf und die Kinder werden wirklich vorsichtig damit umgehen. Und das ist eine tolle Übung und Vorbereitung auf späteres Schreiben. Ich habe das auch mal abgewandelt in einer anderen Variante, wenn du Prickelset nicht hast und nicht kaufen möchtest und vielleicht solche Pinwandnadeln hast, kannst du das auch ganz schnell aufsetzen. Und ja, das Kind wird bestimmt auch Freude daran haben. Und du kannst alles Mögliche ausprickeln. Du kannst Buchstaben, Zahlen,
Tiere, wie wir hier haben, verschiedene Motive ausprickeln. Die nächste Aktivität ist auch sehr beliebt in diesem Alter. Also ich finde so ab 3 ist ganz toll. Das ist normales Geoboard mit Gummis und man kann entweder bestimmte Muster nach diesen Karten machen. Ja, man hat im Set die Karten dabei. Und am Anfang, ab 3, brauchst du die Karten erstmal nicht deinem Kind zu legen, sondern er kann einfach üben, die Gummis drauf zu machen. Und es ist natürlich auch die Feinmotorik gefragt. Später üben die Kinder auch die Formen, ja, die lernen die Formen und wie man ein Dreieck macht und wie man ein Quadrat macht, wie man ein Rechteck macht. Also tolles Spiel, finde ich gut für dieses Alter. Und meine Tochter ist 5 und macht das auch immer noch sehr, sehr gerne. Also das begleitet die Kinder lange. Was wir auch sehr gerne machen, ist so ein Mosaik-Set. Bei diesen Karten hat man dann bestimmte Schwierigkeitsgrad. Ja, man hat hier, glaube ich, 4 Sterne. Hier ist es nur 2 Sterne. Und eigentlich mit dieser Karte haben wir auch angefangen. Das ist ganz einfach. Und am Anfang habe ich nur diese Teile gelegt in das Körbchen. Also ich habe nur die Teile ausgesucht und mein Kind konnte das ziemlich einfach, schnell zusammenstellen und hat überhaupt verstanden das Prinzip. Also wir sollen schon darauf achten, dass das Kind Erfolg hat, ja, dieses Erfolgserlebnis für Selbstsicherheit, damit sie einfach Selbstvertrauen und Selbstsicherheit gewinnen können. Später kann natürlich auch zum Beispiel 2 Karten gelegt werden und die Teilen, die nur diese 2 Karte betreffen. Inzwischen haben wir einige Karten dabei und das ganze Körbchen habe ich rausgelegt, aber mein Sohn ist fast 4. Deswegen ist es okay für ihn und meine Tochter macht es auch sehr, sehr gerne. Und das ist ein tolles Spiel, also hier lernen sie natürlich auch die Formen. Dreieck, Fünfeck, Sechseck, Raute, Trapez, hier lernen sie die Formen, hier lernen sie überhaupt auch dieses Muster erkennen. Logisches Denken wird gefragt, sie lernen auch Zahlen, weil sie zählen, wie viele Teile brauchen sie, um eine Rakete zu bauen. Puzzlespiel, natürlich ist Puzzeln dabei, vor allem wenn dein Kind Puzzle mag. Nicht alle Kinder mögen Puzzle, also mein Sohn ist da nicht so interessiert. Man könnte mit 12-teiligen Puzzle anfangen bei 3-Jährigen und mit der Zeit bietest du schwierigere und schwierigere Varianten an. Also ich glaube, hier ist es 24 Teile oder so und das macht er jetzt. Und wie gesagt, der ist nicht so der Puzzler. Wenn du ein Puzzlerkind hast, kannst du auch vielleicht höher gehen. Ja? Also es ist das Schöne beim Puzzeln, man fängt mit ganz kleinen, einfachen Sachen an und kann natürlich immer wieder die Schwierigkeitsstufe erhöhen. Und die Kinder erkennen hier die Muster, das ist auch wiederum logisches Denken. Und ja, man braucht ja nicht so viel über Puzzeln erzählen. Da hast du eine gute Beschäftigung für 3-Jährige. In dem Alter fangen die Kinder an, sich für Symbole zu interessieren. Das ist dieser bewusste, absorbierende Geist. Und vielleicht sehen sie ihren Namen und wollen wissen, welche Buchstaben das sind oder wie fängt der Name an. Oder sie erkennen die Buchstaben von ihrem Namen in anderen Wörtern. Das kommt ja ungefähr mit dem 3. Geburtstag. Dann kannst du dem Kind auch entsprechend bestimmte Sachen anbieten. Also was Zahlen angeht, habe ich hier aus Montessori Shop dieses wunderbare Set. Und manchmal legen die Kinder 7 andersrum. Die guckt dann in die andere Richtung und dieses Kärtchen hilft denen, das nochmal zu kontrollieren. Das ist Fehlerkontrolle, die eingebaute. Und die können das natürlich entsprechend auf das Kärtchen drauflegen und schauen, was 7 eigentlich bedeutet. Auf eine andere 1. Aha, da ist eine 1. Und wie soll sie gucken? Die 1. So nach unten. Ja, stell dir mal richtig, wie es steht 1. Aber so ist es. Nein, so geht's. Hier lernen sie auch Mengen, weil wir haben Chips und bei 7 müssen sie natürlich 7 Chips hier drunter legen. Also das ist etwas, was die Kinder sehr gut in diesem Alter machen. Sie machen das gerne. Man kann auch, man braucht das nicht zu kaufen, man kann das selber basteln und als Chips nimmst du irgendwelche Steine oder Perlen oder Murmelsteine oder Kastanien. Ich habe euch gezeigt, dass man die Zahlen selber basteln kann aus Sandpapier.
Und das ist auch etwas sehr Montessorisches. Wir haben Sandpapierbuchstaben und Sandpapierzahlen. Also die Buchstaben, muss ich zugeben, das wäre mir zu anstrengend, alle Buchstaben zu basteln. Vor allem, es wird darauf geachtet, dass die Vokale, es sind Vokale und Konsonanten, Vokale auf dem blauen Papier sind und Konsonanten auf dem rosa, damit die Kinder gleich unterscheiden können. Die Kinder absorbieren alles und die machen auch viel sensorische Erfahrungen. Und durch die Finger, wenn sie mit den Fingern die Buchstaben nachmachen, merken sie sich mit den Fingern. Ja, sie lernen durch die Hand und absorbieren das, welche Form diese Buchstabe hat. Wie schreibe ich die Buchstabe? Und interessanter Fakt, als ich über Montessori erfahren habe, habe ich mich sehr gewundert, dass man immer gesagt hat, in Montessori-Klassenzimmer und Montessori-Kinder fangen erstmal zu schreiben und erst dann zu lesen. Und bei mir war das, wie kann das sein? Als Kind, als ich Kind war, ich habe natürlich am Anfang, hat man sich nur aufs Lesen konzentriert, Buchstaben lernen und irgendwann kam man zum Schreiben in der Schule. Die Kinder lernen mit allen Sinnen und diese sensorische Erfahrung, die sie hier machen, wenn sie die Buchstaben nachahmen, speichern sie sich ab, die haben Muskelgedächtnis und später können sie vielleicht selber das schreiben. Und es gibt verschiedene Stufen. Wenn dein Kind anfängt, über Buchstaben zu reden und sich dafür zu interessieren, kannst du eben sowas anbieten. Sandpapierzahlen, Sandpapierbuchstaben. Später kannst du deinem Kind ein Sandtablett einrichten. Es muss nicht Sand drin sein, wir nehmen Grieß. Zuerst können die Kinder das hier, ich sage immer, ach, das wird ein bisschen kitzeln. Die fahren die Finger durch und dann können sie selber die gleiche Bewegungen im Sand nachahmen, wiederholen. So lernen sie langsam schreiben und irgendwann greifen sie zu dem Stift und schreiben tatsächlich die Buchstabe A. Wir haben so ein Buch, das ist von Duden und auch ähnlich gemacht, weil die Buchstaben haben die sind nicht glatt, ne, dass man mit den Fingern wirklich die Buchstaben spüren kann. Also ich habe jetzt nicht extra danach gesucht und ich bin mir sicher, es gibt noch andere Anbieter, die sowas anbieten. Wenn die Kinder dieses Gedächtnis in den Fingern bekommen haben, die haben ein Gefühl dafür, wie Buchstabe A, B, C aussieht. Übrigens, wenn du mit deinem Kind übst, sag natürlich nicht A. A kannst du natürlich sagen, aber nicht B und nicht C und nicht D, sondern lautier die Buchstabe. Das ist eine B wie Brot, wie Banane. Das ist eine K wie Katze. Und noch eine kleine Hilfe, die ich gerne nutze, weil die Kinder sind auch, lernen sehr gerne sensorisch, was sie in der Hand halten können. Ich werde euch auch verlinken, das ist von Tube LTD, glaube ich, heißen die. Die haben ganz verschiedene Arten. Also wir haben hier Obst und Gemüse, es ist alles mögliche, es gibt Vöglein und so weiter. Und die kleine Figürchen, und dann wissen wir, also wir lernen überhaupt, was das für ein Gemüse ist, ja, Artischocke. Artischocke, und wenn wir drei Buchstaben präsentiert haben aus Sandpapier und nicht mehr als drei, du machst es in drei Reihen. Ja. Schau dir gerne die Videos, es gibt ganz viel auf YouTube, wie man präsentiert, wie man das macht, weil man muss es schon wichtig wissen, wie man präsentiert. Man kann ein Spiel spielen, ich habe das bei irgendeiner Amerikanerin gesehen, sie macht so Klopfen, ja, klopf, 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 da steht jemand an der Tür, wer ist denn da? Lass uns schauen. Das ist die Buchstabe A. Ja, und man kann das natürlich ein bisschen das spielerisch dem Kind rüberbringen. Und ja, pass mal auf, das wird ein bisschen kitzelig sein. Gib mir deine Finger und wir machen zusammen nachfahren Buchstabe A. A wie Artischocke. Gut, wir nehmen A wie Apfel. Apfel. Und später kannst du diese kleinen Miniaturen auf die Buchstaben legen, dass die auch ein Zuordnungsspiel zum Beispiel, ja, wenn du drei Buchstaben hast und drei Miniaturen, dann muss das Kind zuordnen und finden, wo die Buchstabe A, B, B, wir haben Banane, B, B, Birne und so weiter. Also es ist eigentlich, macht den Kindern Spaß und es lohnt sich, solche kleine Figürchen zu sammeln. Es müssen ja nicht unbedingt diese schönen Sachen sein. Ich habe hier zum Beispiel aus dem Puppenhaus, kann man auch einiges entnehmen. Ja, wir haben Gießkanne. Wir können ein Feder nehmen und das ist Feder. Wir können Kastanie, ja.
Du kannst Sachen sammeln, auch in der Natur, Blatt, und brauchst das auch wiederum nicht. Das ist das Schöne an Montessori, man muss nicht alles kaufen und besorgen. Man kann das wirklich aus der Natur entnehmen. Und genauso im Sandkasten kannst du die Sandbuchstaben malen und nachahmen. Das war zum Thema Mathe und Sprache. Also wir haben natürlich auch ein paar Sachen besorgt. Zum Beispiel gibt es so ein Puzzlespiel, ja, wo du die Buchstaben lernen kannst. Das ist auch einfaches Puzzle ab 3, wunderbar. Es gibt auch sowas für Zahlen. Wir haben noch sowas. Wir haben das Geschenk bekommen und manchmal üben sie auch damit. Oder wenn du Zahlen und Chips nicht hast, kannst du auch das besorgen. Ich würde sagen, es ist gut, wenn man einfach die Kategorien hat. Hand-Auge-Koordination und Feinmotorik. Da kommen solche Sachen wie Auffädeln übrigens. Ja, Auffädeln. Das ist wie Puzzeln. Das wird feiner und feiner. Und mit kleineren Kindern machst du große Fädelklötze. Und bei größeren Kindern nimmst du was Feineres, wo sie wirklich Auffädeln üben. Kategorie Feinmotorik, Kategorie Mathe, kannst du auch was aussuchen, was dazu passt. Kategorie Sprache, Sprachen lernen. Und du kannst noch Spiele aussuchen, die noch begleitend sind. Lautieren ist ganz wichtig in diesem Alter. Und Kategorie Übung des täglichen Lebens, Kategorie Großmotorik, Kategorie Bücher. Ich mache noch separates Video dazu. Klar, das begleitet uns Menschen eigentlich lebenlang. Und was wir noch haben, das sind so kreative Sachen, also basteln, kleben, schneiden, malen, all das ist wunderbar für dieses Alter. Wir haben so ein paar Blöcke gekauft, wo wir auch Schwungübungen lernen. Also diese Schwungübungen übrigens ist auch etwas Montessorisches. Es gibt hier so ein Brett, was man auch in einem Montessori-Shop sich besorgen kann, wo das Kind mit der Hand nachfahren kann und dementsprechend diese Handbewegung ausüben kann, und das ist Vorbereitung auf Schreiben. Kann man auch einfach mit diesen Heften auch den ganzen Nachmittag fühlen. Wir haben auch was zum Kleben, zum Malen, irgendwelche logische Aufgaben. Und jetzt kommen wir zu der Verlosung. Vielen Dank, dass du bis hierher geschafft hast. Ich habe heute was Besonderes für dich. Und ich möchte mich bedanken für all die Unterstützung, was ich hier bekomme. Für all die Jahre, die ich bereits hier auf YouTube bin. Weil ohne euch würde ich das gar nicht so durchziehen können. Das ist eine enorme zeitliche Belastung. Und ich finde, das ist toll, dass es euch gibt. Dass ihr mir einfach Kraft gibt und unterstützt, weiterzumachen. Und ich freue mich, wenn du mich so lange begleitest. Schreib mir gerne in den Kommentaren, wie lange du schon dabei bist. Und wenn du dich für Montessori interessierst und dein Wissen nochmal vertiefen möchtest, wenn du lernen möchtest, wie du deine Kinder voller Achtsamkeit und Selbstständigkeit erziehst und individuelle Stärken deines Kindes unterstützt, habe ich heute was Besonderes für dich. Ich verlose heute 3 Montessori Online-Kurse. Du bekommst Gutscheincode für einen Montessori-Online-Kurs von den wunderbaren Montessori-Pädagoginnen, die jahrzehntelange Erfahrung haben, die auch Montessori-Pädagoginnen und Pädagoginnen ausbilden und weiterbilden. Und du kannst heute einen Montessori-Zuhause-Kurs gewinnen. Für Kinder von 0 bis 6. Und wenn du so ein Kind hast in diesem Alter, wünsche ich dir viel, viel Glück. Was du machen solltest, du sollst unten in der Kommentar-Section schreiben Montessori Online-Kurs. Du sollst natürlich auch meinen Kanal abonniert haben und dieses Video liken. Die ganzen Bedingungen werde ich nochmal in der Videobeschreibung unten hinterlassen. Und wenn du einen Kommentar abgibst, Montessori Online-Kurs, dann weiß ich Bescheid, dass du teilnehmen möchtest, und ich werde einen Gewinner in einem random Verfahren aussuchen bis zum Ende des Monats. Bis zum 1. Dezember hast du Zeit teilzunehmen. Ich freue mich sehr. Ich finde, das ist ein wundervolles Angebot. Die Kurse sind sehr, sehr schön, super erklärt. Ich habe selber einen Kurs gemacht, noch vor Jahren, für Kinder ab 3.
von in diesem Alter, genau wo wir heute darüber gesprochen haben, für Kinder zwischen 3 und 6. Und die Kurse sind extra für Eltern zurechtgeschnitten, die Montessori zu Hause umsetzen wollen. Aber nicht nur Eltern können natürlich von diesen Kursen profitieren, sondern auch Erzieherinnen, Pädagogen, Pädagoginnen. Also falls du dich überhaupt für Montessori interessierst, ist es ein tolles Angebot. Falls du kein Glück haben solltest und trotzdem sehr gerne die Kurse belegen möchtest, habe ich trotzdem was für dich. Ich habe 10% Rabatt auf beliebige Kurse. Da kannst du beliebige Kurse sich aussuchen. Das sind ganz viele unterschiedliche, auch sehr interessante Online-Kurse für Pädagogen, Pädagoginnen. Und momentan gibt es auch ganz schöne Rabatte, weil es heute Black Friday ist und du kannst auf der Webseite stöbern. Ich werde die ganzen Infos in der Videobeschreibung lassen. Ich freue mich sehr für dich. Ich drücke dir die Daumen, dass du gewinnst. Toi, toi, toi. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.